So, hallo, herzlich willkommen zu The Stanley Parable, heute hier bei mir im Stream. Ich begrüße alle Live-ZuschauerInnen und auch alle Leute auf YouTube, denn ich denke, das wird auf YouTube landen. Ne? Herzlich willkommen bei diesem Video. Lasst doch mal ein Like da oder so. Oder was man da halt so macht. Als ob ich das nicht wüsste. Oh, danke Schwabesäckel für die 5 Gifte-Zaps. Jetzt kommen wir erstmal rein. Also, was ist hier los? Ganz einfach. Mir wurde dieses Spiel vor allem seit gestern, da ich gestern relativ spontan, vielleicht habt ihr das Video gesehen, Portal gespielt habe und auch durchgespielt habe, wurde mir, und ich glaube, dieses Spiel wurde mir davor auch schon ein paar Mal empfohlen, The Stanley Parable jetzt nochmal sehr ans Herz gelegt, denn obwohl passt das ganz gut zu mir, aufgrund, wie ich Portal gespielt habe, anscheinend, angeblich, ich weiß es nicht. Eins weiß ich aber, das ist eine scheiß Anmoderation und ich weiß noch was. Ich habe mich nicht spoilern lassen von dem Spiel, denn das war mir gleich klar, das haben alle auch dazu gesagt, vielen Dank an dieser Stelle. Das sei wohl ein Spiel, wo man auf keinen Fall gespoilert werden darf. Und das Gute ist, ich weiß nichts von diesem Spiel. Ich weiß absolut gar nichts. Ich habe natürlich hier die Video-Settings eingestellt. Mehr habe ich nicht gemacht. Und ich werde heute nicht lange um den heißen Brei reden. Heute wird direkt losgeballert. Und das mache ich jetzt. Und vielleicht muss ich am Overlay noch ein bisschen justieren gleich, weil ich weiß jetzt nicht genau in dem Spiel, wo man Chat oder Kamera hinmachen kann. Werden wir aber rausfinden. Ich bin sehr gespannt. Es kamen viele Nachrichten und nochmal danke an alle, die geschrieben haben. Wirklich niemand hat, alle haben es geschafft, mich nicht zu spoilern. Aber die Nachrichten lassen sehr viel vermuten. Scheinbar sind die Leute sehr begeistert von diesem Spiel. Ich fasse es mal so zusammen. Also wirklich durchgehend, das wirst dir gefallen, du wirst lieben. Aber manche wiederum, oh, du wirst es gar nicht lieben und so. Eins weiß ich auf jeden Fall, und das ist mein Versprechen an dieser Stelle, ich werde mich drauf einlassen. Ich höre mir das genau an. Ich habe es vermutet, da wird viel geredet, und du musst aufpassen, wurde ein paar Mal so peripher angemerkt. Von daher, let's go. Muss ich hier noch was machen? Audio, Video? Option? Achso, wie geht's jetzt los? Wo ist ein... Achso, zurück. Okay, gut. Ich dachte schon, das ist das erste Rätsel. Mann. Fuck. Oh Mann, ich hab ein bisschen Schiss deswegen. Ich dachte jetzt schon, im Hauptmenü das überhaupt das Spiel zu starten, ist ein Rätsel. Spiel beginnen. Warum ist die Maus? Okay. Ich werde auch nicht, vielleicht heute nicht so super viel auf den Chat gucken. Seht's mir nach. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-ending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Technik Donny sitzt da. And then one day, something very peculiar happened. Okay. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, hingeben etwas lauter. Das ist jetzt halt, so ist es halt im Livestream, Leute. Das muss kurz reguliert werden. Wie komme ich jetzt? Ah, okay. Also,
ich musste mich so unfassbar zusammenreißen gerade, nicht alle zwei Sekunden einen Gag zu machen. Aber nein, heute ist der Concentration, Donny. Ich gebe mir das. Also scheinbar sind wir in einer interaktiven Geschichte. Also der Narrator hat ja quasi, redet ja über mich. 427. Concentration across the nation. Sound passt jetzt hoffentlich. Wenn nicht, bitte jetzt motzen. Ansonsten für immer schweigen. Okay, kann ich irgendwas an... Kann ich die Sachen aufheben und so? Sensitivity gefällt mir nicht. Das ist toll. Programmer will always be a programmer. Programmers gotta do programmer things. Entschuldigung, ja, ein bisschen runter. Ja, kann ich einfach mal ein bisschen ein Spiel vorsetzen. Ja, das ist doch geiler jetzt hier. Okay, es ist... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich mache mir zu viel Sorgen gerade, glaube ich, schon jetzt. Einfach mal jetzt los. Kann ich ans Telefon gehen? Achso, er hat ja gesagt, and then he stepped out of his office. Ich mache halt einfach mal die so Instinct-Player jetzt. Nicht so viel nachdenken. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Meeting room. Gehen wir hin. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Okay. Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird eine ganz andere Art Let's Play oder Stream von mir, aber man muss auch mal andere Sachen machen. Ich werde mich jetzt wirklich mal darauf einlassen. Ich habe natürlich die Tendenz und das Verlangen zu unterhalten und irgendwie Sachen zu kommentieren und so, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist so ein Spiel, da hält man ein bisschen mehr die Fresse und lässt den Narrator da so ein bisschen das einen so leiten und das mache ich jetzt einfach mal. Ist natürlich super ungewohnt für mich, aber ist mal was anderes. So, Meeting Room müssen wir suchen. Warte mal. Ist auch ein bisschen laut, die Musik. Klein bisschen leiser. Okay. Cool auch mit dem Tastenanschlaggeräusch, wenn man so im Menü rumklickt. Okay, jetzt machen wir mal ganz langsam. Ich muss doch jetzt gar nicht so groß mich stressen. Ich soll zum Meetingraum. Ich weiß doch noch gar nicht, was los ist. Ich habe natürlich die ganze Zeit Schiss, dass entweder irgendjemand mich so jumpscared oder so. Oder was weiß ich, irgendwie... When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Es ist ein bisschen wie Morpheus mit der Pille, Alter. Nimm mal die blaue oder die rote oder was. Ey, dann nimm ich mal den Kaninchenbau und dann wird gebumst unten mit den Kaninchen. Oh, shit. Ey, Mothinski, vielen lieben Dank für 10 Gifted Subs. Mega, mega lieb. Vielen Dank. Weiß ich zu schätzen. Was hat er gesagt? Links. Mann! Er hat links gesagt, ne? Ja. Hat er links oder rechts gesagt? Ich glaube links. Oh, schon bei dem einfachsten Rätsel, links oder rechts, verkacke ich, ne? Ich habe gestern Portal durchgespielt. Ich bin eigentlich Rätselgott jetzt. Ich habe irgendwie Angst. Ich versuche auf zu viele Sachen zu achten. Wir haben überall Zahlen. Werden die irgendwie anders? Bleiben die gleich? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay, up to Boss's Office. Jetzt will ich mich mal hier umgucken. Wurde auch gesagt, dass das Spiel guten Humor hat. Also das finde ich schon mal gut hier. Using slides to assure employees that everything is okay. Make sure your slide has a slick blue graphic in the header and show some bevel on all that text. That's good. Everyone is unique. You most of all. Sehr gut. Schöner kleiner Gag da an der Stelle. Also ist es vielleicht so eine Persiflage von so Office Life? Number of slides on this side. Slides, charts and slides. Wait, which charts on the same slide depict the same information? Okay. Gag habe ich nicht verstanden. Rate of increase in graphs per slide. Ah, okay, gut. Jetzt immer mehr. Okay, gut. Habe ich verstanden. I understood that reference. The boss appreciation minute. On your boss appreciation minute worksheet. Circle the top 20 things you love most. Oh Mann, I can't read that fucking fast. Anyway, lass mal hier weiter gucken. What do people want? Things. Mike James, you are fired. Was hat er da drunter geschrieben? Was ist durchgedings? Hyper. Happy feelings. Und dann hat er dafür...
Das ist ja cool. Das sind ja lauter so kleine, liebevolle Details und so witzige kleine, aber das ist ja. Muss ich die. Soll ich die jetzt alle lesen? Darf ich die alle lesen? Oder wollte ich jetzt erstmal zum Chef? Ich darf nicht zu viel lesen, weil ich habe schon wieder gerade fast vergessen, wohin ich wollte. Mal ganz kurz. Es gibt keine Untertitel. Oder? Untertitel doch. Ja, mir ist egal, wenn ihr Untertitel haben wollt. Alle oder Dialoge? Ich mache mal Dialoge, oder? Das ist wahrscheinlich, wenn er redet. Alle ist jetzt. Brauchen wir nicht, oder? Sonst ist da die ganze Text unten. Gut! Mir ist es wurscht. Wenn ihr es wollt, dann könnt ihr es haben, ne? Ich bin ja für euch da. To do. Synergize, Core Value, Expenditures. Also, auch noch ganz kurz zur Einordnung. Das ist auch Half-Life Engine, ne? Das habe ich noch mitbekommen. Ich glaube, das ist Half-Life Engine. Naja, mal gucken. Okay, wir gehen jetzt mal zum Boss. I say broom, 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 closet. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Machst du es jetzt? Ich bin jetzt einfach mal ein A nach B Geher. Muss ja nicht alles erforschen. Aha. Okay, hier ist so Haus. Auf einmal. Hier ist der Empfang. Okay, unser Boss ist Mr. Burns, wie es aussieht. Ey, das sieht doch wirklich aus wie Mr. Burns Office, oder? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked. Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Lordy Lords, ich glaube schon, ja. Danke dir. Dudorino, danke dir für den Sub. Robix, Rob. Twilight Panda, Guybrush Deepjaw, danke, 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 Leute. Vielleicht eventuell ein paar verpassen, Leute. Seht's mir nach, bitte. Versuch mich für ein bisschen hier drauf zu konzentrieren. Appreciate aber den Support. Okay, also jetzt sind wir. Warte mal, ganz kurz. Ist das ein Geheimraum? Okay, ja, schon, ne? Das ist ja auch ein bisschen. Ich mag ja auch so eine Art Stories. Also, ist der Chefs Raum. Wir sind hier angekommen. Wir haben den Code eingegeben. Und da habe ich das erste What the fuck Moment gehabt. Was soll das? Das dann random numbers. Okay, egal. Aber jetzt hier ist eine Geheimtür, Alter. Jetzt gehen wir da mal rein. Hier ist ein Generator. Tja, da wundert ihr euch, dass ich weiß, wie ein Generator aussieht. Seht. Okay, Aufzug. Habe ich gerade bedient mit E. Profi-Spieler wissen das. G-Mans hassen diesen Trick. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Kann ich mal kurz einen Stimmungsparameter haben? Eins in Chat, wer das Spiel schon mal gespielt hat, zwei in Chat, wer nicht. Einfach mal kurz, wir gucken, wie das durchrastet, so ungefähr. Habe ich gerade Bock so fürs Feeling. Krass, wie das aussieht, wenn wir so viele Leute sind, ne? Ist geil. Es rattert voll durch. Okay. Ah, werd nicht ganz schlau. Egal. Aber ich glaube mehr. Ja, ist irgendwie ungefähr ausgeglichen. Naja. Cool, danke euch. Also weiter geht's, wir gucken mal. 60-40 so, okay. Naja, geil.
kann mir gut vorstellen, dass so ein Spiel auch interessant ist, einfach zum Zugucken. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ey, das ist ja wie ein Film spielen. Jetzt bin ich natürlich schon. Jetzt überlege ich schon. Aber nee, warte. Naja, ich will sehen. Das ist fies, sowas. Ich kann sowas nicht. Ich will natürlich sehen, was da abgeht. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel dann zu Ende ist. Was sagt die Story denn? Was sagt die Story? Nicht antworten, ich frag nur für mich. Ich guck nicht in den Chat. Aber ich lasse ihn drin natürlich für YouTube, dann können die das bestimmt lustig. Ah, ich bin kurz davor! Weißt du, was sie sagt? Ich geh jetzt hier rein. Mind Control. Come on, let's go! Oh, ist voll dunkel hier. Ah, hier haben wir Sinnschiss. Sieht aus wie diese Kammer, wo. Wie heißt der Magneto von den X-Men? Ne, der andere. Hier, Captain Picard. Der Dude mit der Glatze und im Rollstuhl. Der immer hier die Leute kontrolliert da von der Ferne. Mann, ich klinge wie der absolute Vollassi. Ey, bitte macht nie ein Kinomagazin mit mir. Da war irgendwie der eine, der hat irgendwie so, hat immer so Zacken gehabt. Wie ein Wolf und der hat so Koteletten. Ich glaube, es war irgendwie Wolfmann. Okay, warte mal. Charles Xavier, ja. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Die Tür ist jetzt zu? Okay. Ich kann mich nicht bücken, kann nicht springen, ich kann auch nichts immer in die Hand nehmen oder so. Es macht auch nicht, wie man so kennt von Half-Life. Restriktive Half-Life 2. Wenn man E drückt, benutzen für die Noobs. Chat wahrscheinlich wieder voller Noobs heute Abend. Ja, weiß ich ja nicht. Guck ja nicht rein. Geht davon aus, dass hier eigentlich nur Noobs wieder da sind. Ja. Okay. Hier ist ein Knopf. Kameraknopf. Now the monitors jumped to life. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. What? Ey, ich bin echt jetzt so langsam dabei, die Gags beiseite zu schieben und mich hier drauf einzulassen, weil solche Art Filme und Horror-Movies mag ich ja voll gerne. Also nochmal, wir sind aufgewacht, nicht aufgewacht, wir haben unsere tägliche Arbeit gemacht, 2427, haben unsere Scheiße eingetippt, wie immer, ziemlich monotonen Job haben wir und auf einmal heute war niemand da, alle waren weg und ich komme in dieses geheime Zimmer von meinem Chef und sehe, der hat hier eine Mind-Control-Maschine und scheinbar beobachtet er alle, uns alle, Employee. Okay, das finde ich voll unheimlich. Ich glaube, wir waren 427. It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ich muss mich entspannen, ich bin ein bisschen nervös. Ich krieg Anxiety hier gerade. So leicht. Ja. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all.
What the fuck, Alter? Was ist das? Wer kontrolliert uns? Sind das Aliens? Ist mein Chef... Sind das die Lizard People oder was? Wohnt hier irgendwo Jeff Bezos? Oh, politischer Satire-Gag. Für Torn-Zuschauer. Aufgepasst. Ich geh jetzt einfach hier hoch, Mann. Ich bin Feeling-Player. Ich spiele mit dem Feeling einfach. Können wir die Dinger Knöpf anmachen? Okay, ich habe jetzt einfach eine 4 gedrückt. Vor! Busengrabscher! 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 Vielleicht muss man 1, 2, 3, 4 oder so. Was ist das hier? Kann ich nicht drücken? Hä? Oh nee, ist es jetzt schon? Bin ich schon in einem Rätsel? Bin ich schon in einem Rätsel? Facility Power, das muss doch, hier ist doch irgendwie, ne? Das muss ich ja vielleicht erstmal machen. Mind control is idle. Awaiting input. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Power off! Blackness and a rising chill of uncertainty. Yeah. Is it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from GG? Someone else's command. Was? Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? Scheiß Trollchat! What other mysteries did this strange building hold? Geile Akkorde. But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. Voll die geilen Akkorde, Mann. For it was not knowledge or even power that he had been seeking. Ach, ich kann laufen! But happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it Auenland. Will be his. And that was all he needed to know. Gandalf! It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ich mach jetzt mal alles andersrum. Ich bin ein verrückter Hund. Wuff, wuff. Okay, warte. Hab ich das gerade wirklich gemacht? Oh mein Gott, ich bin der größte Dad-Joke-Streamer aller Zeiten. Ich bin ein verrückter Hund. Wuff, wuff. Mein Gott.
Ich gehe jetzt hier einfach mal rechts lang, weil ich frech bin. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Nee, mache ich jetzt auch nicht. Du Sack. Stanley hat ganz schön schnelle Füße, du. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Nee, ich gehe weiter. Ich mache jetzt immer das Gegenteil, was er sagt. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nee, hier war jetzt alles genau andersrum. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Haut die Bad Boys in den Chat. Ich bin der Bad Boy. Bad Boy mit 4 geschrieben. B4 D Boy. Und alle zu Hause so. Warte, ich mach mit. Mann, ich bin zu langsam. Konzentriert euch jetzt mal. Ich bin Bad Boy jetzt. Ich mach jetzt alles genau umgekehrt. Okay. Sag was, Kollege. Was ist denn hier? Bam bam. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Der redet mit mir. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. For her? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Jetzt check ich übrigens die Parallele, wenn überhaupt man das so nennen da kann, zu Portal. Weil bei Portal redet ja auch immer diese Computerstimme so auch einem so ins Gewissen und versucht einen so auf eine falsche Fährte zu bringen irgendwie. Ich krieg die Vibes ein bisschen gerade. Von daher checke ich jetzt, warum das Lalak mir das hier vorzuschlagen. Bis jetzt übrigens zufrieden. Ich find's interessant. Sehr, sehr interessant. Erste Hürde ist also schon mal genommen. Es fuckt mich nicht ab. Ich find's eigentlich ganz cool. So, jetzt kann ich aber nichts anderes machen, außer da durchgehen. Aber wer ist sie? Die Liebe meines Lebens? That's her, Stanley. You need to be the one to do this. Bin ich vielleicht irgendwie tot schon oder so? If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Weißt du, was ich mache? Ich bin ja gerade Bad Boy. Ich zieh den Stecker. Geht das? As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Yes. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Donnie. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you've made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision making in the real world. Please observe this helpful instructional video.
Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, it can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. The fuck? Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. Sechs. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack and crack." Was? Also ich check schon, dass es einen verwirren soll, ne? Aber ich bin halt wirklich verwirrt. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Okay, ich muss kurz kommentieren ein bisschen. Ich muss jetzt mal kurz meine Gedanken teilen. Also ich habe so eine Vermutung. Das Spiel, da geht es ja viel bis jetzt um Choices. Und ich glaube, könnte das sein, dass es auch so ein Meta-Ding ist von den Machern des Spiels? Weil ich bin jetzt kein Game Developer, aber ich glaube, bei Game Development ist auch immer sehr wichtig, das System der des Choices, da macht man doch immer so Bäume. Spieler wählt A, dann muss A B und B A und dann kann man so ein Spiel aufbauen. Und machen die sich vielleicht ein bisschen lustig darüber, dass wenn man das dreht und den Spieler, also die machen so eine Meta-Ebene, ich bin auch, ihr kennt mich ja, ich bin natürlich jetzt, Gehirn ist total aktiviert, ich denke jetzt über alles nach, aber ich lasse mich jetzt noch ein bisschen weiter treiben. Aber ich wollte mal kurz ein paar Sachen sagen, weil ich will dem Typen nicht immer zwischenreden, außerdem will ich hören, was er sagt, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich es ab und zu mal ein bisschen kommentiere mit Pause, mit Escape, aber jetzt geht's mal weiter. Aber wie geil war das bitte mit der Steckdose? Ha? Ha, ich bin ja über Bad Boy, hab gesagt, nee, Steckdose raus, hat geklappt. Und da war jetzt ein bisschen, Gehen da manche Leute ans Telefon, glaubt ihr? Noobs. Okay, das übrigens ist von dem Chart von vorhin, habe ich wiedererkannt, von dem PowerPoint-Präse. PowerPoint-Präse, King's Speech. Okay, jetzt, Danger everywhere. Jetzt ist richtig, sieht auch so glitchy aus, einfach so. Okay. Abgefahren auf jeden Fall. Ach, ich gehe wieder zurück. Achso, er hat gesagt, ich soll dahin gehen, wo ich das letzte Mal einen Choice gemacht habe. Jetzt die Tür zu, scheiße. Soll ich wieder zurückfahren? Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. Ach, das machen bestimmt Leute. That would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Es hat so ein bisschen Fort Boyard-Vibes. Checkt das jemand, was ich meine? So ein bisschen fühle ich mich wie so, ich bin jetzt gerade, wie heißt der Typ, der immer Casala sagt? Ich bin mal so, ein D-Promi in so einer Reality-Show. Und irgendwo muss ich einen Schlüssel holen und dann nachher in so einem Schleimbecken raus. Thorsten Legert, genau. Okay, gut. Weiter geht's jetzt. Come on. Concentration. Across the nation. Soll jetzt alles wieder zurücklaufen? Okay. Ach, jetzt soll ich alles nochmal von vorne machen, oder was? Die haben das aber auch echt genailed hier, dieses langweilige Office. Den Vibe hier.
Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Okay, hier fing unser Bad Boy Move an. All you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ah, Kasala! No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Ach, hier ist alles verglitscht. Was ist das hier so? Dimensions... Die Reality ist kaputt. Hier wie bei Matrix, wenn die Katze da... Weißt du, hier, Fehler. War das die gleiche Katze? Bist du sicher, dass das die gleiche Katze ist? Ja, ja. Es war ein Déjà-vu. Nein, es war kein Déjà-vu. Es ist ein Fehler in der Matrix. Okay. Aber ich will nichts machen, was er sagt. Das ist natürlich auch für so einen rebellischen Schüler, wie ich war... A.K.A. Klassenclown, nur Scheiße gebaut. Aber nachher, später nennt man das dann rebellisch, kommt ein bisschen cooler. Aber eigentlich war ich einfach nur... einfach nur viel Scheiße gebaut. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin natürlich gegen... Ich muss Regeln brechen. Ich gehe jetzt nochmal hier durch. Ich will nur gucken, was passiert. Hat sich hier was geändert? Aber ich fühle mich jetzt schon so, dass ich die Macht verliere. Ich will nicht machen, was er sagt. Aber ich will jetzt auch gucken, was passiert. Ist ja total cool, das Game. Hier ist was anderes. It's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that you... My story, you've destroyed my work. Why? Wie Lehrer, wie meine Lehrer. What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone? Left here like so much garbage. It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? Das ist to auch willingly kaputt. Destroy all of my work? I don't what? Know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do das I ist voll verrückt. No, I have to. Ah! I have to shut the game down. I have to. Das ist jetzt auch versperrt. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? Jetzt wird's persönlich. Just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Ich muss wieder kurz was kommentieren. Das ist so weird für mich, diese Position jemand zu haben, der mir die ganze Zeit, der mich voll labert, weil ich normalerweise er bin. Also es macht Bock und so. Aber es, wisst ihr, ich habe noch on top eine Ebene, die mich mindfuckt. Weil ich will auch hören, was er sagt, aber er redet ja pausenlos und man hat das Gefühl, er macht mich klein hier. Aber wir sind nicht Stanley, Leute. Wir sind Bad Boy mit 4. Okay, fortsetzen. Aber ich ab und zu mache mir Pause, nur um kurz meine Gedanken zu teilen. Also, was ich mich die ganze Zeit frage gerade? Die ganze Zeit frage ich mich, wäre ich doch bloß durch diesen Escape gegangen beim ersten Mal. Links Escape. Jetzt habe ich halt voll Bock, das nochmal von vorne irgendwann anzufangen und zu gucken, was passiert wäre, wenn ich da abgehauen wäre. Und wer ist diese Stimme? Wer? Oder ist es überhaupt real, was wir... Ist das alles real? Oder bin ich schon tot oder so? Ist es spannend.
Vielen Dank für die ganzen Subs, Leute, und den Support. Ich versuche nicht auf den Chat zu gucken. Ich gucke da auch noch schnell hin. Ich hoffe, ihr seht es mir nach für diesen Stream. Ich versuche nachher nachzuholen. Aber danke für den Support. Aber ich möchte mich jetzt hier so voll und ganz darauf konzentrieren. Okay. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Tried so hard. Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Das war kein Fehler. Just follow my lead and you'll be fine. Ja, das war. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Nein! Ich kann nicht. Ich habe mich überhaupt. Ich hab schon ein bisschen was geahnt. Ne? Wie gesagt, ich wurde zum Glück nochmal, man kann nicht oft genug Danke sagen, gerade heutzutage im Internet. Ich wurde echt nicht gespoilert und ich habe das nur auf Steam gekauft und mir extra sogar die Beschreibung nur so halb durchgelesen. Aber ich bin ja auch nicht ganz doof. Ich habe mir das schon so ein bisschen zusammengereimt, was das wohl sein könnte. Ich habe es ja auch, glaube ich, als ich noch bei Rocket Beans war, hier und da mal bei irgendwelchen Leuten, die das geletzplayt haben, mal gesehen im Vorbeilaufen. Aber jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich wirklich merke, das ist ja was ganz anderes, als ich dachte. Ich dachte, es wäre so mit Rätseln, irgendwelche Zahlenschlösser, irgendwelche Sachen lesen, in den nächsten Raum gehen, dann mit dem, also so Resident Evil rätselmäßig. Aber das ist ja für mich der Horror. Solche freie, okay, aber vielleicht für alle anderen wahrscheinlich auch, ne? Ich muss nochmal rechts gehen, Leute. Ich muss ihn nochmal nerven. No! Why did you do that? Quickly, hurry. No! Behave exactly as Stanley would. Ich mach nochmal. Einmal responsibly noch. And always putting the story ich mach first. Den jetzt fertig. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead fertig. And you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Okay, jetzt habe ich gecheckt, der macht wirklich das gleiche No auch. That means choosing responsibly and always. Die Frage ist, wenn ich oft genug rechts gehe. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead. Ich bin doch ein alter Game Designer, Leute. Ihr wisst doch. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Ah. Behave exactly as Stanley would. Es fühlt sich alles so an wie in meiner Kindheit, wenn meine Mutter irgendwie mich angeschimpft hat, wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich nicht machen sollte. No! Und dann 5-6 Mal. Alright. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as ich will nicht links gehen. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Alright. Es tut das Fläschchen in das Körbchen. Es tut das Fläschchen in das Körbchen. Ich werd verrückt. Okay, bevor ich fühle mich so schlecht dabei. Ich fühle mich so schlecht dabei gerade. Bin Teil des gottverdammten Systems jetzt. Danke, Merkel. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, das liest er jetzt auch ein bisschen decided anders. To go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Boss's office. Jetzt können wir Escape machen, oder? Nee, okay, warte mal. Also erste Runde habe ich alles gemacht, was er gesagt hat. Zweite Runde alles genau das Gegenteil. Jetzt bin ich in so einer im Loop gefangen. Jetzt will er, dass ich das genauso mache, wie er es sagt. Aber ich muss jetzt nochmal eine Fehlentscheidung, also eine falsche. Nee, ich gehe jetzt runter diesmal. Nee, geht nicht runter, okay. Ja, ich kann es gerade nicht in Worte fassen, was ich meine. Aber ich liebe es einfach, dass es sowas gibt, Mann. Es ist einfach. Solche Sachen sind für mich Humanity Faith Restored, so dass es einfach Menschen gibt, die so kreativ sind und sowas machen.
und nicht jedes Spiel einfach nur ein sinnloses Ballerspiel ist. Na, jetzt, ich will jetzt hier nicht irgendwie super kritisch werden oder so, aber ich mag das einfach. Das ist einfach Kreativität, das ist fast Kunst. Bisher. Ich denke mal noch so weiter. Das sieht anders aus jetzt hier. Okay, hier ist irgendwas jetzt anders. Ist es der G-Man vielleicht? Der Dude hier. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Nee. Mich interessiert erstmal dieser Panda da. Ist der Chef einfach so ein Panda-Killer? Er ist ein Panda-Killer, er ist ein Polluter, also er macht die Umwelt kaputt. Stanley spoke the code. Shut the fuck up! Nightshark 115. I do whatever he I want. He spoke it into the receiver. I do whatever right I want. There on the wall. I don't care, I do whatever I want. I do whatever I want. Gibt's eine andere Option? Telefon. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Hey, jetzt wird's langsam persönlich. Get on with the story. This is a crucial step. Es wird langsam persönlich. Der regt sich richtig auf. Ich versuche irgendwas anderes okay, zu machen. Okay, fine. You're not gonna do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the Jetzt will ich fast, dass er einfach das Maul hält. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. What? What? Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. Jesus fucking Christ, what the fuck? The door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story what the fuck? You to make a decision. It cannot exist without you. Das ist es nicht. Me? Whatever choice you make is just fine. Kevin Brightling, mit dem darf ich mich auf jeden Fall niemals treffen, weil die Stimme jetzt schon traumatisiert hat. Aber er redet jetzt ganz anders. Do something? Anything? This is more important than you can ever know. Kann ich hier irgendwo hin? The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. Ey, das ist so verrückt. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. Da passiert noch irgendwas, das kann's nicht gewesen sein. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Bin ich zu oft rechts gegangen? Nicht wieder in dem Büro. Was? Was heißt nochmal Parabel, frage ich mich die ganze Zeit. Vielleicht ist das ein Hint, was es eigentlich soll. Ich weiß nicht, war Gymnasium, aber ich weiß nicht, was Parabel heißt. Ist nicht Parabel irgendwie so eine Flugkurve, die Leute fliegen, wenn sie irgendwie Schwerelosigkeit erfahren wollen und dann die meisten Leute kotzen? Was heißt Parabel, Chat? Gleichnis. Ja, jetzt kann ich kurz auf Chat gucken. Gleichnis. Boah, was sind die denn für Streber, Alter? Gleichnis. Oh, geh doch zweimal Mathe-LK, Alter. Ich kann den Zwinker nicht lassen, ne? Direkt schlecht gewesen. Ich kann es nicht stehen lassen, den Chat zu dissen, obwohl es so viel cooler gewesen wäre. Aber ich bin zu nett. Ich bin dann zu nett und komm nochmal zurück und gib nochmal ein Kling. Okay, weiter geht's.
Ja, stimmt, deutsche LK dann halt auch. Mein Gott, ja, Schlaumeier LK, da kommst du her. Okay, nochmal also. Aber es macht irgendwie Bock. Das Geile ist ja, jetzt ohne Scheiß, das macht Bock. Aber warum? Ich verstehe nicht, warum das Bock macht. Weil Leute, die meine Streams sonst kennen und die Spiele, die ich hier sonst spiele, die würden wahrscheinlich davon ausgehen, dass es mir das nicht Bock macht. Okay, ich gehe jetzt gleich ans Telefon, aber so richtig Fun-Faktor-mäßig so. Ich habe jetzt Lust, hier mich umzugucken. Okay, wir gehen mal ans Telefon. Was ist hier los? Hi Stanley, I just wanted to leave you a message to let you know there's a few things I need you to pick up on your way home from work today. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread and coffee beans, whichever ones you like. I'll give you a call if there's anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. Aber warum lässt... Okay, jetzt kurz Sherlock Donny hier kurz. Ich ziehe kurz meine Baskenmütze auf und meine Pfeife in den Mund. Ich bin ja nicht hier an Desk 434 und die hat Stanley gesagt. Popöchen, Hallöchen. Ha? Ich bin ja hier 427, Blaze. 427, Blaze. Okay, nur mal als... das sieht aus wie das Ding von Pixar, was beim Logo am Anfang unterschrift. Ja, wollte ich jetzt nur mal... Hier kam aber gerade komischer Sound. Habt ihr das gehört? Warum ist hier so Sound? Okay. Ja, also das ist nur meine Beobachtung. Die teile ich einfach mit euch. Ich bin da ganz frech. Ich bin ein alter Let's Play-Hase, ja. Was ich wollte. I see is what you get. In your ears, out of my mouth, into your ear holes. So. Ich soll Milch holen und sowas. Oh, das kann ich auch. Was? Ich hab den PC ausgemacht, aber nichts anderes. Okay, man kann jetzt alles ein bisschen anklicken, oder was? Ja, die Tasse. Who farted? Das frage ich den Chat, ganz ehrlich. Ah, Leute, komm, schick mich zur RTL, da bin ich besser aufgehoben. Oh, die große Streamernacht mit Daniel Salvador und Friends. So. Wann kommt aber die Stimme? Ist der jetzt weg? Ich mache alle PCs aus. Scheiß drauf. Stromverschwendung. Awaiting input. That's what she said. Oh Mann, ey. Naja. Input received. Naja, komm, jetzt ist er gut. Aber eins geht neben nur eins? Oh, jetzt bin ich auf dem... Okay, ich habe jetzt da einmal drauf gedrückt. Hier ist auch noch was. Username access. Warum macht mir das Spaß? Ich verstehe das nicht. Ich bin in einem langweiligen Büro und laufe rum und drücke irgendwelche Computer an und aus. Aber es macht mega Bock. Hier wird bestimmt gekifft. Buffalo Soldier. Okay, ich gehe einfach jetzt mal weiter. Input kann ich jetzt nochmal drücken hier? Ah. Okay. Ist ja Wahnsinn. Was steht hier? I hate Mondays. Got a big cash on Mondays. Erinnert mich ein bisschen an Office Space. Kennt ihr den Film? Komischerweise heißt der auf Deutsch Alles Routine. Mega die weirde Übersetzung vom Titel. Einer meiner Lieblingsfilme. Mit Lombard, dem Chef. Oh, wir sind wieder hier! Stanley came to a set of two open doors. He entered the door on his left. Oh, nee! Nicht lang fackeln. Ich bin der Bad Boy. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Okay, also ich bin jetzt aber wieder, hab's ein bisschen geresettet, so dass er jetzt nicht komplett ausrastet wieder. Ich habe ihn besänftigt. Den Big Brother. Big Brother. Yeah, what do you know, Big Brother? Jetzt komme ich wieder in diesen Raum. Wow. Yes. This room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Sag mal, redet der anders jetzt? Hör ich da so eine passive Aggressivität raus gerade bei ihm? Yes, really, really worth it being here in the room.
A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Hm. Hallo Rocket Beans übrigens, wenn ich aus dem Chat gerade schlau werde, ich tue den gerade nur peripher überfliegen. Obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. Der ist jetzt komisch. It's possible that this is why everyone left. Jetzt bin ich schuld, oder was? Das, ich hatte recht. Der hat jetzt so eine Art passiv-aggressives Verhalten irgendwie hier. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Schwabesägel, hau rein, danke dir. Und ja, liebe Grüße an Simon. Ich check nicht genau, was abgeht. Ich muss... amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Ey, der ist richtig... stressig gerade, der Dude. Und ich bleib weiterhin auf meiner fucking Bad Boy Schiene. Jetzt erst recht? Jetzt wird er richtig pumpig hier. Was soll denn das? Sehe ich ja gar nicht ein, Kollege. Aber irgendwie... Ey, der hat mich bald soweit. Der hat mich jetzt gebrainwashed schon, dass ich jetzt... Nee, ich bin Bad Boy. Ich mach nicht, was der will. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Das ist ja geil. Warum macht das so Bock? Ich check's null, egal. Einfach mal. Was, soll ich hier mal runterspringen, Alter? Was hat er vorhin kommentiert? Dass man hier nicht runter... I don't know. I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Hätte ich da runterspringen können? Someone you've forgotten about. Please. Fuck it! Stop. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Ja! Are you that convinced that I want einfach something spontan bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Okay, kurze Kommentarrunde nochmal. Also, immer mal wieder, ich glaube, das ist in Ordnung. Will ich den Spielfluss auch nicht so oft unterbrechen, aber muss ein paar Sachen, ein paar Gedanken loswerden. Also, das ging ja hoch und ging rüber. Und letztes Mal ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich habe es gerade wirklich komplett spontan gesehen, dass man da runterhüpfen kann, habe die Tür gesehen und habe es einfach gemacht. Und bin mega geflasht, dass die Story direkt darauf reagiert. Aber ich frage mich jetzt gerade, was wäre passiert, wenn ich da weitergegangen wäre? Weil langsam ist jetzt so bei mir im Kopf, ich denke jetzt gerade schon die ganze Zeit an jeden einzelnen Run, den ich bis jetzt gemacht habe. Wir sind bei 4 oder so. Und jeder Einzelne hat ja jetzt immer verschiedene Optionen gehabt. Und jetzt komme ich langsam durcheinander, weil was wäre, wenn ich jetzt da weiter und dann wieder falsch oder irgend... I don't get it, man. Das ist ja unfassbar. Cool. Okay, weiter geht's. Das waren kurz meine Gedanken. Die waren jetzt auch... Ich glaube, also wurde jetzt keiner schlau von, aber... Ja. B5, jetzt sind da so komisch. Oh, nee. Fucking Morpheus kommt jetzt gleich und schiebt ein paar Pillen. Listen carefully, this is important. Uh-oh. Stanley walked through the red door. Er sagt das auch so aggressiv jetzt schon, Alter. Stanley walked through the red door und er hat gesagt, na, this is important. Mit einer übelst, strengen Stimme, würde ich mal sagen. Es ist so weird. Ich hoffe, ich labe euch nicht zu sehr voll, aber ich habe so viel Gedanken. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich schwach werde und so ein bisschen auch, dass einem irgendwie gefällt, wenn man mal tut, was er will von einem. Ich meine, ihr wisst, ich bin Bad Boy. Ich mache mein Leben lang einfach immer gegen das System und gegen Gesetze und Rules. Das sind für mich... Ich wollte gerade so tun, als wäre ich so ein Motorradfahrer mit einer Kippe. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber checkt schon, was ich meine. Aber
bam 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 bam. Perhaps you misunderstood. Ah, Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. Der muss auch anstrengend sein beim ersten Date, würde ich sagen, oder? Where are you from? What do you do? What do you like? Do you want to eat some spaghetti? Or maybe you want to eat some meatballs? Maybe we could go out and eat some chips? Or maybe a steak? What is it you want? Steak? Or meatballs? No, you want the meatballs. Why are you taking the meatballs? You want a steak? And so I said, naja, ich weiß nicht mehr. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Es dreht sich langsam alles. Hier sind verrückte, unfertige Ceiling Lights. Es ist nicht normal gerade. Vielen Dank, Woody, für 10 Gifted Subs. Du bist die allerbeste Baser. Danke dir. Und nochmal, ich kann nicht auf alle eingehen, aber ich glaube, man kann das nachvollziehen gerade. Okay, jetzt, ich will natürlich nee, weißt du was? Ich bin schlau. Ich bin schlauer als dieses Spiel. Ich habe das durchschaut. Ja, genau, jetzt fehlt, weißt du, wer hier noch fehlt? Wie heißt der? Jörg Dräger. Der mir jetzt noch einen Umschlag anbietet, anstatt durch eins von den Türen zu gehen. Weißt du? Ja, gut, für die jüngeren Zuschauer, ganz oder gar nicht. Geh aufs Ganze heißt das, oder? Zonk, ja. So, warte mal, ich hab das Spiel durchschaut. Ich gehe nicht durch, da gehen die Noobs rein. Er wollte ja von vornherein, dass ich in die linke Tür, die rote, gehe. Ich geh in die Mitte, Alter. Die goldene Mitte. Let's go. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Ist ja auch creepy, diese Riesenhalle hier. Sieht ein bisschen aus wie so damals, als ich noch im Map-Editor von Duke Nukem 3D Maps gebaut habe und nicht gecheckt habe, wie man Texturen auf die Wände macht. Habe ich immer erstmal einen Riesenraum gemacht. naja. Kleiner Funfact am Rande. Please rate your experience. I'm gonna say, naja, will ja, dass ich sage eine 1, weil wahrscheinlich alle so genervt sind von mir. Ich gebe ihm eine 5. Ich mache jetzt mal Mind Games. I'm gonna turn the table, man. Turn the table. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly. A calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Wer ist er denn? Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Nochmal von vorne? The Stanley Parable. Was? Ist das echt? Was ist das? "25% of players skip the interesting events. Only the worst.
spiele ich gerade wirklich? Nee, so lange spiele ich gar nicht. Hä? Ich schalte immer nur einfach mal ab und zu hier hin, weil das ist die echte Emotion, die ich gerade habe. Holt euch da rein. How did it take you to get there? Fine. Fuck it. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Hey, Leute. In this game, was? The baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. Ich hab nicht seine Puppet. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. Ich werde nicht seine Puppe, seine Marionette. Ich werde nicht seine Marionette. Thank you for playing. Spiel nicht seine Spielchen. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Hey, der ist Let's böse. Der ist richtig böse, stellt sich jetzt raus. Minecraft. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. Is this a diss? Is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, ist das ein Diss gegen alle anderen zu spielen? From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Die verarschen Minecraft, ne? This will go here, no, here, and then... Let's see, what does it need? Ich brauch ein Bier, of course, and just to finish it all off, yes... It's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Find's echt ganz geil. That's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Warum mache ich jetzt alles, was er sagt? Und ich will nicht machen, was er sagt. Ich will wieder das Normale. Ich will. Warum sehne ich mich? Ich sehne mich jetzt zurück nach dem Office. Das ist nicht normal. Das will das Spiel, dass man sich so fühlt. Ich will hier weg! Ich will wieder zurück ins Office, obwohl man da eigentlich raus will. Ah, oh, nee, ey. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Oh, no, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Ah!
Yes, this I don't even know what this game is, but I love it. You trapped in a glass box with Portal. Out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Die verarschen das ja. What the hell this is. Was zur Hölle? You can't jump. Stimmt, ich kann nicht jumpen. Ich komme hier nicht raus. Hä? Ach so. Gut. Okay. Fair enough. The cake is a lie, Leute. It's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Ich habe vor allem gestern Abend Portal durchgespielt. Das ist alles so verrückt. Genius. Der verarscht das richtig krass. Sind die da sauer, die Macher von Portal? You know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. And I highly... Was soll das jetzt? Ist das jetzt die Office-Welt so im Sinne von Under Construction-mäßig? So ein abartiger Mindfuck, Leute. Ich bin dieses eine Meme, den Typ, der so macht. Weißt du? Der Typ, der sich so dreht und so ist komisch. Ja, aber das gecheckt, ja. 510. Dirty Hannes. Danke für den Prime Sub. Ey, und jetzt kommt das, jetzt super interessant, jetzt sehnt man sich nach seiner Stimme wieder. Jetzt will man wieder, dass er mit einem redet. Das ist so weird. Also jetzt will ich, dass jetzt vermisse ich ihn. Weil jetzt bin ich hier verloren, das will das Spiel auch. Das Spiel will mich jetzt in die Situation bringen, wie komme ich damit klar, wenn ich jetzt eben nicht linear geführt werde und jetzt die ganze Zeit viel zu viel zum Erforschen habe. Das ist mir schon klar. Ich habe es durchschaut. Ich habe es durchschaut. Ich lasse mich hier nicht kleinkriegen. Ich werde normal bleiben. Ich lasse mich hier nicht verrückt machen. Da ist mein Zimmer. Aber das Spiel will ja, dass ich da reingehe. Scheiß drauf, hier ist mir zu dunkel. Was passiert jetzt hier? Was für fucking Sadisten haben dieses Spiel gemacht? Ich kann nichts anklicken. Was ist das hier? Boah, so langsam... Muss hier weg. Jetzt läuft. Warte mal. War da vorhin? Da war Licht, ne? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. Jetzt reden die. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end. To make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Wer ist er? Yes, I'll be back. There's no other way.
Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Ich sehne mich gerade die ganze Zeit nach diesem Auenland vom Anfang. Ganz ehrlich. Danach sehne ich mich gerade. So ein bisschen, dass es endet. Ich will wieder dahin. Ich will jetzt, er hat mich soweit, fast. Nee, fast. Bin immer noch Bad Boy. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich werde langsam schwach. Ich will ihm jetzt sozusagen folgen, ehrlich gesagt, am liebsten. Und im Auenland mit Gandalf und Samwise Ganshi Bier saufen. Weil das macht mich langsam verrückt. Aber, nee. So agieren Bad Boys nicht. So agieren standhafte Streamer nicht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Oh, jetzt sind wir da ganz Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Wird dieses Spiel eventuell in irgendwelchen Folter-Szenarien eingesetzt? Ist das von der Genfer Dingenskirchen eigentlich eingestuft worden, das Spiel? Ich bin mir nicht sicher. Kann ich eigentlich das Telefon jetzt klicken? Nee. Das hier? Das kann ich wieder ausmachen, aber da war vorhin Input. Das ist wahrscheinlich alles gar nicht so wichtig. Genfer Convention, genau. Jetzt habe ich schon zwei von denen. Ist das vielleicht irgendwie... Das ist doch irgendwie, ne? Mr. Mummy Bear, Mysterieller und Dr. Staub, der Staubsauger. Vielen Dank für die Subs. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich bin leicht abgelenkt hier gerade. Verliere dezent den Verstand. Aber ich muss sagen, die letzten 10 Minuten, die waren echt heftig. Das war echt weird, Mann. Mit diesem dunklen Raum und diesem Baby und dem Feuer und alles. Ist das die gleiche Tasse? I hate Mondays. Okay. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. What was but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ich will den, jetzt überlege ich, ob ich vielleicht so ein bisschen das Game so ein bisschen mixe. Vielleicht nicht nur, was er will, aber so ab und zu mal was er nicht will. Hey, Half Bad Boy, genau. Stanley was so bad at following directions. Bad Boy. It's incredible he wasn't 5 years Jetzt gehe ich mal hier hoch. Da springe ich nicht nochmal runter. Da, ich will nicht nochmal zum Baby. Perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Jetzt sind wir wieder da, das habe ich vergessen. Stanley, your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Wieso?
1400 Zuschauer, Mann, und ich sitze hier und ich werde wahnsinnig. Ich will schon... Ich will dran gehen. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. No. Sorry, but you're in my story now. Oh! Oh, shit. It's your birthday. Gonna party like it's your birthday. My name is Party Kid Pampadookie. Liebe Labadika Dabadiba Turkey. Okay. You can find me in the club, what else? This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Was? Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Ey, das ist nicht gespielt von mir, ne? Wie ich, also, ey, I don't know, vielleicht denkt es auch keiner, aber unnötige Rechtfertigung an der Stelle, okay, you caught me, aber ich will, glaube ich, einfach nur sagen, das ist so ein Mindfuck, weil ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber ich will nicht, dass der gewinnt, aber ich kann ja nicht anders machen jetzt. Als da jetzt draufdrücken, you know? Wie haben die das denn? Gibt's da schon Bachelorarbeiten drüber oder so? Ist das schon untersucht worden? But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Oh, das mache ich gern. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished. Was passiert, wenn ich einen anderen Button drücke, tatsächlich? The thought excited him terribly. Was passiert, wenn ich jetzt 1 drücke? Drücke 2 mit dem Ich mach's 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E. Space. So, he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. Werde ich bestraft dafür, dass ich ihm widersprochen habe? Mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful. Snarky Michael, vielen Dank für die 5 Gifted Subs. Vielen lieben Dank. Peppy, moin. Sorry, ich bin aber gerade einfach komplett gemeinfuckt hier. Ich fühle mich jetzt, weißt du, wie ich mich gerade fühle? Ich fühle mich gedemütigt. Also ich fühle mich, ihr habt da bestimmt auch Breaking Bad oder El Camino gesehen. Wie Jesse am Ende sich verhält. Oder Reek,
Leute, Reek. Das ist ein besseres Beispiel. Das kennen, glaube ich, noch mehr, wahrscheinlich wirklich alle. Der am Ende ja total gehorsam ist, weil er so lange gequält worden ist. Ich will das jetzt nicht ganz so vergleichen. Ihr checkt schon, was ich meine. Aber dieses Gefühl habe ich gerade, dass ich gerade von meinem Peiniger sozusagen einfach nur mache, was er will, damit es vorbei ist. Ich will jetzt aber hier auch echt nicht so eine deep, so eine ganz schlechte Stimmung hier reinbringen. Aber ich finde ja sowas, ich bin ja sehr in Psychologie interessiert und sowas. Ich will jetzt hier nicht die Laune runterziehen, aber es ist halt interessant, ne? Vielleicht versteht ihr so ein bisschen, was ich meine. Weil jetzt macht man das halt, man fühlt sich halt, ich weiß nicht, ob gedemütigt das richtige Wort ist, man fühlt sich halt so ein bisschen. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Jetzt beschreibt er ja gerade alles, was passiert ist. It was such a wonderful fantasy. And so in his head, he relived it again. And then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Mm-hmm. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this. That in this world, he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. Was ist los, ey? Leute, es wird jetzt langsam unheimlich. Die ganze Stimmung ist jetzt weird. Here, watch this. Stanley. The next time the screen asks you to push a button, do not do it. Chat, bitte, das ist so verrückt alles. Oh, gib mir mal ein paar Herzen. Ich brauche ein paar Herzen für gute Stimmung. Komm, Chat, ballert mal Herzen. Ich brauch kurz gute Energie. Aber ich werd gerade wirklich. Das ist ja wirklich verrückt. Ich brauch kurz Liebe, ey. Ich brauch kurz echt die Liebe, ey. Ich fühle mich gerade, das ist ja so krank. Aber es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Ja? Das Spiel ist ja nicht gegen mich persönlich. Das Spiel ist ja gegen jeden Spieler so. Und wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind der Bad Boy. Und ich schlag den Raab. Ich drück jetzt. Ich bin Bad Boy wieder. Ich drück J. Er hat gesagt, ich soll nichts drücken. Ich chill doch jetzt hier nicht den ganzen Tag rum. Nö. Ja, ich weiß, aber das, damit machen wir, was er will, aber. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Ist geil heute. Kill himself. How can I get him to see what I see? Verrückt. How can I make him look at himself? Bitte drücke 1, um nichts in Frage zu stellen. Ach, weißt du was, ich spiele dein Spielchen jetzt mit. Aber im Hinterkopf, ich erzähl's euch ja. Ich bin ja, ich stehe drüber. Ich stehe überhaupt nicht drüber, ich habe mega Angst, ich will einfach nur hier raus. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I Ciao, Woody, hau rein. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried again. Bitte stirb. And Stanley pushed a button. And I tried. Hab meine Verabredung für diesen Stream abgesagt. Beste Entscheidung. Snorrensohn, vielen Dank. Das ist natürlich ein schönes Kompliment. Da stand halt einfach am Ende, bitte stirb, ne? Das ist jetzt schon auch echt, Jetzt mache ich den, genau, Groundhog Day, genau. Was ist nochmal das? I got you, babe. Das ist doch das, was immer im Radio läuft, ne?
Okay, komm mal, Leute. Concentration across the nation, I got this. Wir machen das jetzt mal mit ganz... How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Oh mein Gott, ich habe gerade eine Erkenntnis. Ich habe gerade eine Erkenntnis. Leute, ich lauf ja heute Abend den ganzen Abend schon rum und push Buttons, indem ich hier immer diese Dinge ausmache, weil das so ein gelerntes Ding ist vom Videospielen. Das macht man halt. Und darüber redet er die ganze Zeit schon. Ich werde gerade zu Stanley. Ich bin die ganze Zeit schon Stanley. Ey, das ist eine gute Erkenntnis, oder? Es wurde mir gerade klar, weil ich immer rum... Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sind diese PCs immer an und was soll das mit diesem komischen random Input und sowas? Und jetzt check ich's. Ich bin... Der meint das mit, auch ganz am Anfang im Intro. Na, pushing buttons every day. Das bin ich. Und ich habe mich selber in die Lage gebracht, das zu sein. Ging's hier nicht immer sonst links lang? Ah, okay, jetzt werde ich wirklich... Ja, okay, jetzt übertreibe ich. Jetzt werde ich paranoid langsam. Ich drücke jetzt keine Buttons mehr. Weißt du was? Neue Taktik. Ich drücke jetzt keine Buttons mehr. Und ich mache jetzt, was er sagt. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ich brauche ein bisschen positive Reinforcement jetzt von ihm. Jetzt sagt er nichts, oder was? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Wie man auch vom Anfang denkt. Wahrscheinlich geht's allen Spielern so. Das ist für mich der größte Mindfuck ist dieses Machtverhältnis. Ich habe vor einer Stunde noch gedacht, ne, da habe ich ja auch mehr Gags gemacht und so, aber das ist ja auch cool, das so entwickelt sich gerade der Stream, ne? Ich bin so, wie ich mich gerade fühle und ich fühle mich jetzt ein bisschen schlechter oder ein bisschen belasteter von dem Spiel, weil es gerade gewinnt gegen mich. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ so und vorhin war ich so lustig, flockig, Gags, alles klar, oh, ich mach verarschlich und so, weil ich das Gefühl hatte, ich stehe über dem Spiel. Ich gewinne gerade. Ich habe die Kontrolle. Jetzt fühle ich mich so, als ob ich die Kontrolle verliere. Und dann bin ich salty, so leicht. Also nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Ich fühle mich echt abused von diesem Game einfach. 4, 8, 15, 16, 23, 42, so sieht's aus. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Nein. Schluss jetzt. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? Es hat his boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment. Es hat ja auch kein Ziel, das Spiel. None of it made es gibt kein Ziel. Sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? Oh man. And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Yeah, ich kam von anderen Seiten. Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer. Jetzt erzählt er wieder in der dritten Person von mir. Und redet nicht mehr mit mir. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he wiederholt sich. I suppose I'll wake das up ist ein Kreis. Ich laufe im Kreis. Back to my boring real life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying. And began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. Ich bin so froh, dass ich nüchtern bin. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner.
Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. Molly thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams. The truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Gerade jemand im Chat, kann jemand nochmal erklären, worum es hier geht? Gerade erst eingeschaltet. Chat, bitteschön. Ja, ihr habt bestimmt eine Erklärung. Ich habe jedenfalls keine Erklärung. Now hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control. That this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish Florian, danke für Prime Sub. Ich werde verrückt. Let me go back to my job. Schön, dass du hier bist. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Das beruhigt mich tatsächlich irgendwie. Fun Fact, war ja irgendwie eh klar, dass ich irgendwann verrückt werde, aber muss es dann unbedingt genau vor 1400 Zuschauer live am Dienstagabend random sein? Naja, so ist es wohl. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Twitter, danke. Salatfresse auch. This is the story of a woman named Mariella. Lies einfach meine Subs vor. Was willst du jetzt Stimme machen? Was willst du machen? Stimme. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few habe ich nicht gesagt, wir sind tot am Anfang? Called it. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this. Ich meine, es ist ein ganzes Buch. Seeing this man made her feel Donny nach diesem Let's Play. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career and by extension the rest of her life. She had no time for this. Das ist ein Kunstwerk. Only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Bin ich jetzt die Frau? I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing? Ich dachte am Anfang, das geht um was ganz anderes in diesem Spiel. Ich dachte, cooles Mysterium, cool irgendwie ausbrechen, der Stimme nicht folgen. Jetzt kann ich hinter die
Kulissen gucken wie bei Cube, so weißt du, ich hab die Rätsel gelöst, wie bei dem Film Cube. Ich habe die Zahlen eingegeben und alle anderen sind schon tot, alle verätzt. Ich bin der Einzige, der es geschafft hat. Ich komme raus, kann hinter die Kulisse, hinter die Fassade, hinter den Vorhang schauen. Und dann ist es ein cooles Spiel, wo ich irgendwie der Held bin. Ich bin hier überhaupt nicht der Held. Ich bin das Opfer an diesem Spiel. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ich hab so Bock, hier durchzugehen, ne? And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Ich versuche immer einen Schritt vorauszudenken. Ich versuche immer so zu entscheiden, dass ich denke, was denken die, was ich denke, dass ich denke, was die denken, dass ich mache. Und dann muss ich das Gegenteil machen. Um hier irgendwie zu gewinnen. Aber das Problem ist, was ist Gewinnen hier? Es gibt kein Ziel. Es wurde noch nicht einmal ein Ziel formuliert. Muss ich hier rauskommen? Es ist einfach so fucking... Am Anfang dachte ich noch, ich habe ihn mit dem Einsprung und war so voll, ja, yeah, jetzt habe ich dich reingelegt. Was passiert jetzt? But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go from here it's left. Nein, er hat wieder die Kontrolle. Ich bin wieder in diesem einen, wie bei Matrix, weißt du, diesem Zug-Level, wo der eine, wo er zu Neo sagt, du hast hier keine Kontrolle. Ich bin hier Gott. So ist der hier unten gerade. Checkt ihr, was ich meine? Der erste Typ, der Schlüsselmann? Nee. Oh, no. No, it's to the right, my mistake. Ich weiß, dass er jetzt zumacht. No, 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 not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Der Merowinger. Nee, der Merowinger ist der Typ, der... No, der diese Kirschen isst. Nee, die Oliven, oder? Left, der Franzose. Down. Left, right. Yep, yep. Das ist doch der sagt, das Universum ist auf dem Prinzip der Kausalität aufgebaut. Ursache und Wirkung. Ich tue etwas und etwas reagiert. Irgendwie sowas. Okay, okay, ich muss ab und zu über andere Sachen reden, sonst werde ich hier wirklich wahnsinnig. Absolutely, definitely this way. David! Aha! No! 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 This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay, 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 okay. We just have to get back to, oh. Who am I kidding? Bisschen Schiss, dass ich davon träume. Now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hm? Okay, from the top. Ich frag mich halt, ne? Also ich meine, ich bin ja hier jetzt live am Streamen, schon 2 Stunden. So langsam ist das natürlich auch echt eine anstrengende Angelegenheit hier. Ist das endlos oder was? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Das ist jetzt hier der normale Text wieder gewesen von ganz am Anfang, aber er hat wieder mit einer ganz anderen Betonung gesagt, so ein bisschen genervt. Ich habe irgendwie Bock, tatsächlich nochmal alles zu machen, wie er es will, und dann auf Escape zu gehen. Ist das eine Idee? Einmal, ich will mal gucken, was dann passiert. Ich mach mal einmal alles, was er will. What? Hä? No,
No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over completely. Hier sind doch die Türen sonst. Everything should be. Or did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or a. Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Das ist neu hier, das ist anders. Das macht keinen Sinn, der Raum hier. Warte mal, da müsste denn die andere Tür gewesen sein? Und dann müsste ja hier denn... Das ist wie bei The Shining. Kubrick hat ja auch das Overlook Hotel. Hat er ja extra so bauen lassen, dass es architektonisch gar nicht möglich ist, einige Räume. Und das ist so ein, um so Unterbewusstsein ein beklemmendes Gefühl. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you, there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. But it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Oh, Leute, ich brauche ein Glas Wein oder so. Okay, ich brauche einen Drink. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, come on. Einmal jetzt nochmal machen, was er will. Wahrscheinlich weiß das Spiel aber, dass man ab diesem Punkt genauso auch, wie ich gerade meinte, so denkt, ich spiele das Spiel jetzt nochmal so, wie man das spielen soll und will escapen. Und jetzt lässt er einen das Spiel es nicht machen. Ach, ich... Das ist so ein Mindfuck einfach. Ja, nicht denke, okay, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? HB Cobra, danke dir für den Prime Sub. Moin, moin. Will er wieder, dass ich die Buttons pushe? Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Gnorek, moin sind. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Was würde ich jetzt für einen harten Dark Souls Boss geben, ey, den ich 50 Mal tryen muss? Said nobody ever, aber in diesem Spiel everybody. Tocha, Treachy, Dash Rogge, Alter, was geht ab? Hier kommen die Leute mit den Prime Subs rein. Vielen Dank, herzlich willkommen. Willkommen in der Hölle gerade. Willkommen zum Rest eures Lebens. Jetzt ist das hier alles anders. Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! GG! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one Chat, of those situations. Spart euch die GGs, ich weiß doch alles. Okay. Das doch, kann das nicht I'm sein. I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Prof Willi, danke für 7 Monate Support. Was ist das jetzt hier? All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Ich fühle mich gerade wie Pac-Man. Waka 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 waka. Wait, waka waka waka. Wait, waka 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 waka. The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny.
Ich mache jetzt alles, was er will. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Er hat mich klein gekriegt. Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Was ist das? Wie die Musik von Man in Black übrigens. Lass mich nicht verarschen. Wait, cut the music. Go back and look at that fern. Ja, es ist einfach nur degradierend. Ich will nicht das anschauen jetzt. Ich nicht noch mal eine Demütigung. Nein. No. Wait, what? We're back at the office? No. No, Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Und hier? Geh ich wieder zurück gerade? Ja, ne? Mhm. Ah! Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Well, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Der Architekt wie bei Matrix, ne? I say forget the adventure line. What's it ever done? Ganz ehrlich? Ich will den killen. Ich will jetzt eine Kanone in dem Spiel haben und ich will den wegballern. Bitte sag mir, er ist irgendein Boss am Ende. Weil, ganz ehrlich, kann mich jetzt mal echt. Der verarscht mich die ganze Zeit hier. We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. All this Im Spiel all natürlich, Leute. Doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Was? Ich will mal wieder ein Erfolgserlebnis, sodass ich den mal verarsch. Aber der hat mich so im Griff die ganze Zeit. Ach so, geht's hier nicht auf? Kaffeekanne. Herzlich willkommen, danke für den Prime Sub. Willkommen in der absoluten Hölle. This is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. Ich will nicht mit denen zusammenarbeiten. Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Ist es meine Stimme in dem Kopf? Das kann doch hier nicht. Das funktioniert doch hier nicht. Die. Hä? Das ist doch physikalisch, geografisch, mathematisch, theoretisch, mathematisch gesehen gar nicht möglich. The Havocs 3. Danke für den Prime Sub. Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob du hier bleiben willst. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. Bin ich die Stimme vielleicht? Ja, ich darf nicht zu viel fragen. Das hat sich bis jetzt nicht gut bewährt, wenn ich mich mit solchen Fragen verrückt mache. Weil das Spiel macht mich schon verrückt genug.
Ey, ganz ehrlich, wenn man mir jetzt eine fucking Kokosnuss gibt, ich fange an, mit der zu reden. Ich habe Feuer gemacht. A choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important, we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Nee. Okay, so I know that each door has to lead somewhere. Which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game for eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing. Wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really... Ich werde während diesem Spiel zum Mouthbreather. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Mit wem redet der? And the time return stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. Though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime. Wieso hat das Spiel so positive Bewertungen? Ist mir extra noch angeguckt. 98% positive Bewertungen. Was sind das für Leute? Beans Beef, danke für den Bramster. Weil's gut ist, ja, ist ein kleiner Spaß meinerseits, Leute. Es ist schon geil, aber es ist auch, ich weiß, ich muss darüber in der Nacht schlafen. Aber geht's jetzt weiter? Los? Sind wir fertig? Was ist los? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ich mache jetzt das Spiel, was er will von mir. Und gehe aber dann auf Escape. Was passiert jetzt? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yeah.
Yet there was not a single person here either. Und wisst ihr noch vorhin ganz am Anfang, wie ich hier noch lustig, locker, flockig rumgelaufen bin und diese Slides kommentiert habe und hahaha, das ist ja total funny, das Game hat ja übelst den geilen Humor. Also, aber nicht falsch verstehen, Leute. Ich find's schon gut. Aber an dem Punkt jetzt ist der Punkt gekommen, wo man so ein bisschen sich abgefuckt. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Es bricht mich langsam. Aber es wäre kein guter Stream mit einem guten Stimmungsbogen, ha? Ich mach das jetzt. Ich mach, was er will. Was ist hier? Executive Bathroom. Oh, da geht's auf! Was? Warte mal. Das interessiert mich. Ich bin Bad Boy. Ich bin wieder Bad Boy. To be rich? Is it a crime? To commit crimes, isn't it rich? What a life it would be to have to pick just one. Time Magazine, Extreme Bathrooms. Was ist hier los? Hier ist ja eh nix. Spülung. Ja. Gut, hier kann man ja gar nichts machen. Na gut. Oder? Ja, okay. Aber jetzt motzt er wahrscheinlich, dass ich da drin war, oder? Ich hab schon Angst vor dem. Was ist denn hier? Aha, hier geht's ja auch lang. Das ist ja interessant hier alles. Jetzt bin ich all in. Jetzt bin ich eh... ich bin verrückt jetzt geworden. Mixi, danke für 12 Monate Support, Mann. Ein Jahr schon. Ja, fahr los, komm. Let's go. Wir müssen weiter hier. Ich bin einer Flug über das Kokosnest jetzt nust. Jetzt mache ich, was ich will. La 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 la. Ich bin ganz normal. Morgen übrigens neue Folge TWAS, Leute. Meinem Solo-Podcast. Kommt heute um 0:01 raus, überall, wo es Podcasts gibt. Umsonst. Ist eine gute Folge geworden, wie ich finde. Hört mal rein. Vielleicht seid ihr ja Leute, die es noch nicht kennen. Morgen wäre eine gute Folge zum Einsteigen. Okay. Werbung Ende. Die Musik passt doch perfekt, um Werbung zu machen. Hallo liebe Stream-Zuschauer. Herzlich willkommen zu Donny wird verrückt am Abend. Falls Sie sich für seinen Solo-Podcast interessieren, einfach in den Chat Ausrufezeichen Podcast eingeben und sich den Link schnappen und am besten abonnieren. Auf Podcast-App von Apple oder auf Spotify. Mann, was ist jetzt hier? Das war klar. Das dritte Input. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 28. Die Frage ist, wenn man jetzt... But of course, also, Stanley wenn man jetzt das Spiel so spielt, wie ich das beim allerersten Mal vor 2 Stunden gespielt habe, im Sinne von, mach alles, was er sagt... Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know was, that was, the combination was 2845. Was will, also ist man dann, ist das Spiel dann zu Ende? 2845. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well, forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Fucking Schweine einfach. Die haben an alles gedacht. Die haben... Ich meine, ich bin ja schlau, ne? Also, mein IQ ist schon... Whoop! Whoop! Da oben!
Aber die sind da ganz oben. Ciao, da unten, du bist dumm. Gestern noch so schöne Erfolgserlebnisse gehabt mit Portal. Yes, hier. Einfach. Es ist einfach, es ist so weird alles. Es ist so, ich, es ist so weird. Es ist einfach alles, es ist der weirdeste Stream, den ich je gemacht habe. So fucking weird. Ich habe richtig Galgenhumor. Ich bin schon komplett einfach. Wirklich als ohne Gag leicht verrückt, jetzt gerade schon. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ich hab's mir vorgenommen, ich zieh's durch. Escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Jetzt frage ich mich halt, ob the door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Kurz nochmal Gedanken. Wichtig jetzt. Ist wichtig. Vorsicht, aufgepasst. Wenn ich, jetzt frage ich mich gerade. Also zwei Sachen. Wenn man das beim allerersten Mal spielt, vorhin schon habe ich schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal. Wenn man da in das, jetzt frage ich mich gerade, wenn man da in das Escape geht, hätte ich ja machen können. Beim allerersten Mal. Wäre jetzt der gleiche Text gekommen wie jetzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Spiel ist quasi, die Entwickler sind quasi all in gegangen oder haben irgendwie Wahrscheinlichkeitsrechnungen betrieben oder was auch immer, dass alle, vielleicht 9 von 10 oder so, in die Mind Control Facility gehen ganz am Anfang und sich das Ganze so entwickelt, wo wir gerade sind. Aber es kann ja auch nicht sein, weil es gibt bestimmt Leute, nee, jetzt gerade, wo ich sage, macht es keinen Sinn, es gibt bestimmt Leute, die auch viele Leute, die in den Escape gehen. Ich ziehe das jetzt hier durch. Ich laufe bis zum Ende. Bin übrigens echt gespannt, wenn ihr Bock habt, das, also ich mache es ja auf YouTube auch. At this point, ballert mal eure Thesen in die Comments, to walk forward and willingly confront his death. Weil das ist wieder so ein Ding, da werde ich mal auf den Nachmittag mal durchscrollen. Bin ich sehr gespannt, was ihr meint. So an Thesen. Im Chat ist es zu schnell, wir sind auch gerade zu viele Leute, das geht zu unter. Ich lese auch gerade nicht so viel Chat, weil ich versuche, so für mich selber rauszufinden. Aber die Kommis gerne mal ballern, so einfach eure Thesen oder so, oder eure Erfahrungen. Das würde mich mal interessieren, weil das ist echt eine Erfahrung, die muss ich mit Leuten teilen. Das ist einfach weird. Das ist bestimmt auch ein bisschen geiler mit jemandem zusammen noch, oder? Weil dann ist, hat man nicht so, wird man nicht... Was ist jetzt das? Naja, ich finde es eigentlich so auch ganz geil. Was ist denn das hier wieder für eine komische... Into motion, and Stanley was inched closer and closer to his demise. He reflected that his life had been got a bad feeling about this. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ich glaube, in all der Zeit, in der ich streame, sind jetzt so 1,5 Jahre, hat man diesen Blick von mir noch nie gesehen. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish?
When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Das ist mein Büro. Da bin ich immer lang gelaufen. Hier. Da und dann da. Und hier war immer das mit diesen Links-Rechts-Türen. Das ist, fühlt sich, hat so richtige Matrix-Vibes, wo man am Ende mit dem Architekt redet, so, ne? Ergo, inevitably, you are the one, chosen one, an endless psycho. Also, das sind jetzt wirklich die Macher? Wie heißt der Narrator? Dem muss ich eine E-Mail schreiben. Sorry, just hello. My name is Daniel Sullivan. I'm a streamer and podcaster. So you don't know me, but I hate you. I literally hate you. I never met you. You're probably a nice guy, but if I ever have to hear your voice in real life, I might get a seizure. Sincerely, yours truly, Daniel Sullivan. P.S. Great game. P.S. You have a nice voice, but drives me crazy. Office computers. Aber der Raum ist angenehm. Kann man jetzt hier durchgehen oder so? Ich meine, was ist das? Ist das ein Museum? Das ist ein Museum. Maintenance room is a nearly vision of a maintenance room. Das ist komplett verrückt alles, Leute. The office. Am I going crazy? Maybe it isn't the same image. Was the that clock there before? I don't remember. How do I go back? How do you check for me? The point of the Stanley Parable, HD remix, is to lose. More endings, fewer endings, more narrators, fewer narrators. More Stanley, less Stanley. Early in the development, we designed an ending where Stanley would end up on a battlefield fighting aliens. The action game would become sentient and would wage war against the narrator. Narrator, glaube ich, heißt es. God, native speaker for the win. We realized shortly after starting to build that it was far too jokey on the nose for the tone of the game. Plus, some people interpreted it as making fun of people who like shooters, which was not unintentional. Ey, sag mal, sind die so meta, dass sich die fucking Entwickler ein eigenes Museum gebaut haben und darin ihre Genialität des Verarschens verarschen? Sag mal, jetzt reicht's aber mit jetzt, ihr baust ja einen Metastab. Schnauze, will nix hören. Chat. Lass mich in Ruhe. Meterstab auch so. Um eure Pimmel zu messen, brauchen wir das jedenfalls nicht, sag ich mal ganz ehrlich. Oh, Donny macht doch wieder Pimmel. So, jetzt ist hier nochmal so die Räume. was ist das denn hier alles? Ist jetzt das Spiel vorbei oder nicht? Control Room. Countdown Room. Also es hat auf jeden Fall einen Wiederspielwert, ne? Tatsächlich. Oh, guck mal hier. Montana Black. Montana Blacks Kommandozentrale hier. Fischtank hin, zack, fertig.
Was jetzt hier? Boss Office, okay, das sind die verschiedenen. Aha. Ey, ich glaube, ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt sag, aber ich vermisse die Stimme von dem Dude. Warum sagt er mir jetzt nicht, was ich machen soll? Narration Outtakes. Kevin Brighting, the voice of the narrator, whatever, recorded dialogue for the entire game roughly 3 separate times over the 2 years of development. These are clips from early takes that were not used in the final game. Wo hört man's denn? Now look closely, Stanley. See how it's impossible for the player to do anything in this room. Perfect example of poor level design. Dogero 11, danke für den Prime Sub. Troublesackle ist ja doch noch da. Danke für den Gift Sub. Leute, ich bin gerade ganz, ich habe ein ganz weirdes, komisches Gefühl gerade. Also ich bin einerseits erleichtert, erschöpft, verwirrt, hungrig tatsächlich auch. Und da war doch diese eine, ich gehe mal dahin, da habe ich vorhin was gesehen. Da kann man hier so durch. Da war doch, ist das? Aber ich glaube nicht, dass die einen... Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now, and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time choose. Hallo? Hallo, 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 hallo. Ich glaube, das war's wirklich. Ich glaube, das war's. Press Escape. Ich glaube, das war's. Ja. Es ist das Ende. Jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt wirklich ein Neustart? Ich brauche irgendwas Befriedigendes. Leute, ich muss ins Auenland, damit wir einen Abschluss haben. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Guck, ich hatte doch recht. Hier ging es manchmal rechts oder manchmal links rum. Habe ich da nicht recht? Nee, war immer links, ne? Jetzt finde ich tatsächlich wieder super spannend, weil jetzt will ich wissen, was jetzt mal, was jetzt passiert. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left.
Spiel weiß ja sicher, dass ich jetzt gerade schon beim noch, dass ich schon mal durchgespielt habe. Yet there was not a single person here either. Good boy. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ich glaube, das ist der Titel from Bad Boy to Good Boy. Oder sowas. So, ich mache jetzt was dazu. Staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ich gehe richtig geradlinig jetzt, ne? Ich mach genau das, was die wollten. Ich mach jetzt genau, was sie wollen. Versteht ihr, was ich meine? Ich mach jetzt genau das, was sie immer wollten. Ich lauf auf dem gelben Path. Da lang, wo das Spiel will, wo ich hinlauf. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really be all alone? This was too much for Stanley to take, too much for any man to take. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason to keep going. Here on the floor, he lay prone, paralyzed by fear for nearly a full hour. But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it mean? Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so deep, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the Spiel weiß, dass ich das jetzt noch mal. Weißt du, was ich meine? Diese Machtlosigkeit ist so krass, man wird. Das Spiel beherrscht dich einfach. Egal wie clever du dich hältst, egal wie sehr du denkst, haha, I'm gonna beat the game, ich mach's andersrum. Dann machst du es immer im Endeffekt genau wie das Spiel dich dann im Endeffekt haben will. Das ist so krass. Das ist ein Meisterwerk, Mann, das Spiel. Jetzt wirklich. Ich werde darüber, glaube ich, noch eine ganze Weile Leuten auch im Privatleben erzählen. Da kannst du ja ein ganzes literarisches Quartett drüber machen, über das Spiel, was das alles soll. Das ist schon krass. Wo bin ich denn jetzt? Das ist jetzt wieder was ganz anderes. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Freunde, ich mach's jetzt so. Bin etwas erschöpft. Und es ist es gibt kein richtiges Ende. Ich will jetzt einfach nur das schöne Gefühl als Abschluss für heute haben für den Stream. Wir werden auf jeden Fall noch öfter darüber reden, über das Game. Ich mache jetzt einmal den sogenannten Auenland-Abschluss. Damit wir einfach ein schönes kleines Mini-Happy End haben, in Anführungszeichen. Aber das ist ja einfach. Ja, ich bin sicher. Jetzt kommt die. Jetzt mindfuckt mein eigener Chat mich schon sicher. Und ich bin nur noch. Morgen, wenn mich. Das ist immer das Gleiche, was ich sage. Morgen, wenn ich irgendwie gefragt werde beim Bäcker, wollen Sie eine Brezel oder wollen Sie ein Brötchen? Und ich dann so. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich will. Ich. Eine Brezel. Nein, ein Brötchen. Nein! Woher wissen Sie? Um was ist, wenn ich gar nichts nehme? Ich nehme eine Käselaugenstange. Was machen Sie jetzt? Und dann dreht sie sich so. I knew you wanted to have a Käselaugenstange. All along. Also, there's a red door. Und ich nur so. Gerade den Controller gesucht und spiele die ganze Zeit schon mit Maus und Tastatur. Ja, geil. Danke, mein Gehirn, wie gut bist du? Füße geblutet.
Es scheint aber alles hier ganz normal zu sein, tatsächlich. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. Darum ging es ja die ganze Zeit gar nicht. Das ist alles nur hinters Licht führen hier. In this place where freedom meant nothing. Das ist einfach so krass. Wahnsinn, wie viele Leute da heute dabei waren, Leute. Er freut mich sehr. Guck mal, haben heute ein paar neue Leute eingeschaltet. Falls ihr Bock auf meine Streams habt, ne? Ausrufezeichen Discord in Chat, dann könnt ihr da gerne vorbeikommen, Teil der Community werden. Und da kriegt man auch immer am besten mit, wann ich streame. Okay, jetzt habe ich gerade über was gelabert, was anders war. Sorry, my bad. Ich dachte, das geht normal weiter wie immer, aber jetzt ist hier doch... Nee, war das das letzte Mal auch schon so? Nee, das war das von letzten Mal. Morgen wieder Dorakel übrigens. Deutschland-Ungarn. Spiele ich auf Poevo dann. Letztes Mal war aber sehr knapp, ne? Ich habe Frankreich-Deutschland habe ich gespielt 4-3 und es war 4-2 bekanntlich. Wann? Wahrscheinlich 15 Uhr. Ich muss um 17 Uhr auf den Geburtstag, den vierten Geburtstag von meinem Neffen. Ich habe ihm ein Playmobil Feuerwehrauto gekauft und zur Sicherheit noch einen coolen Notfalleinsatzhubschrauber. Aber sagt es ihm nicht. Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and Spoiler. For all. Ja, ich freue mich drauf. Bisschen Family Time morgen. Gucke ich mit meiner Schwester, meinem Schwager dann Fusi. Ah, nee, ich habe On gemacht. You didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Ich habe aus Versehen On gedrückt. Oh, Stanley. I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go. Turn the controls off and leave. Yeah. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. Lass mich einfach raus. Don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe ich habe mich selber hier reinmanipuliert. Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators. Jetzt hier das GTA Meme. Oh shit, here we go again. Are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desire. Und jetzt ins Escape rein? Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of Was them ist jetzt los? More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are. A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Oh Mann, ich will einfach raus. I let the office sink into the ground. Ich hab Hunger. Swallowing Mir ist kalt. Inside, or I let it ich muss pipi. Crisp. I have to say this though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? Nein! These are precious additional seconds, Stanley. Ich will sterben im Spiel. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off?
I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons. No, these colored ones. Or maybe this big red button. Verarschen mich einfach nur, ey. Everything, anything, something here will save me. Why would you say die verarschen einfach alle Spiele. This video game can be beaten? One solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Was passiert, wenn ich einfach stehen bleibe? You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds. Warum habe ich auf On gedrückt? 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you being blown to pieces. Will you cling desperately? Mach keine mach nicht mehr Zeit. Lass einfach zu Ende gehen. Komm. Make it stop. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Jetzt im Büro wieder. Kann ich es jetzt beenden, aber wenn ich jetzt on Power Off drück. Oh, ich werde hier nie rauskommen. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yeah. Yet there was not a single person here either. Das Spiel weiß, glaube ich, auch jetzt einfach mittlerweile, wie oft ich in bestimmten Räumen war. Ich habe es im Endeffekt doch durchschaut, wenn ich jemals die Macher von dem Spiel in die Finger kriege. Avalish ist dank dem Crimestop. Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja jetzt voll die genialen Sachen, die jetzt noch kommen gerade. Ist doch ganz cool, dass ich noch ein bisschen weitergespielt habe. Auch wenn ich eigentlich nicht mehr kann. Aber ich gehe jetzt für euch und für mich die extra Mile. Komm, wir wollen noch einmal noch gucken. Ich kann das so nicht liegen lassen. Die hat es noch nie geladen, oder? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Kann ich jetzt ins Auenland wieder? Vielleicht kommt man da nie wieder hin. Ist das vielleicht auch das Fiese? What horrible secret did this place hold? Er sagt was Neues jetzt. Did he have the strength to find out? Langsam nicht mehr, ey. Danke für die lieben Worte, Herr Willischers auch. Vielen Dank. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Jetzt sagt er wieder das Gleiche. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. Stanleys Füße, geblutet. Ich hab der ganze Drecksarbeit für den Typ gemacht mit der Stimme. Ich hab die ganze Zeit alle Knöpfe gedrückt. Ich bin überall hingegangen, wo er gesagt hat, ich soll reingehen. Ich bin links gegangen, rechts gegangen, ich bin durch die Tür nicht gegangen. Aber ich hab keinen Bock mehr. Die ganze Scheiße muss mal explodieren hier, die Scheiße. Böse. Geblutet. Hallo Donny, ich schaue gern dein Zeugs. Danke Felix, das ist lieb. Schön. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Alles. Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life
utterly blind. Wie soll ich denn heute schlafen, ey? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working. All of it monitored. Einfach nur die Power ausmachen und durch das Ding laufen und ein Happy End haben. Ich muss hier raus. Ich muss raus. Kennt ihr den Account? Aber ich hab. Was passiert jetzt? Das ist irgendwas anderes. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Ich sehe da ein bisschen was auf dem Boden. Yes. Ja, Leute, komm. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Ich will nur noch hier raus. And yet, even as the immense door slowly was für ein Erlebnis. Stanley reflected on how many puzzles still lay. Aber ich habe echt Schiss, da kommt jetzt noch was anderes. Das Spiel weiß, dass ich hier schon mal war. Das Spiel weiß, warum ich hier war, dass ich hier schon war. Sunlight streamed into the chamber. He realized none of this mattered to him. Da kommt jetzt noch irgendwas, bitte lass mich raus. That he had been seeking but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. Ja. No longer would anyone tell him where to go. Jetzt machen die Worte auch Sinn. Or how to feel. Das ist so gestört, Mann. Whatever life he lives, it will be. Aber irgendwie auch wunderschön. And that was all he needed to know. Weil, weißt du, wie ich meine? Das, was er jetzt sagt, stimmt. Ich will jetzt einfach nur loslassen. Stanley stepped through the open door. Wie er das sagt, jetzt geht nicht. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Was war das bitte? Was war das bitte? Ich glaube, ich gehe da irgendwann mal nochmal im Stream einfach nochmal rein und gucke, ob noch. Ah, jetzt bin ich. Ne, ich bin durch. Ich bin emotional, mental durch. Eine gute Art und Weise. Ja, danke für euer Feedback. Sieht gut aus. Ja, schön, dass es euch gefallen hat. Ich muss darüber nachdenken. Ich muss da jetzt erstmal drüber schlafen. Wahnsinn. Ne, wie gesagt, YouTube, lasst mal ein paar Kommis da. Ich zieh mir das rein. Und ich mach's jetzt kurz, das Ende. Ich bin tatsächlich raus. Ich kann jetzt auch nicht super langes Fazit machen. Ich glaube, ich habe während dem Spiel schon relativ viel gefazitet. Ob es das Verb gibt, wir werden es nie erfahren. Genauso wie wir nie erfahren werden, ob das Spiel jemals ein Ende hat. Wahrscheinlich. Aber jetzt gehen wir alle schön ins Bettchen. Ich bin raus. Ich danke mich sehr fürs Zuschauen. Was für ein absolut weirdes Erlebnis. Wenn ihr Bock habt, ich würde euch noch kurz zum Janistan rüberschauen, hauen. Der spielt Monkey Island. Vielleicht habt ihr ja da Bock drauf. Oder beziehungsweise Viet hat gestern geradet, den werde ich doch gerne zurück. Viet spielt Resident Evil Village. Dann raiden wir ihn doch gerne zurück, da könnt ihr gerne rübergehen. Wenn wir schon so viele sind, da freut sich der Viet bestimmt, wenn ein paar von euch da rübergehen und noch ein bisschen, wenn ihr noch ein bisschen gucken wollt. Ich muss jetzt erstmal kurz einen Tee machen, einen Midnight Snack und hoffentlich werde ich von dem Spiel nicht träumen. Danke für den ganzen Support. Ich weiß, ich habe einige Subs irgendwie jetzt nicht vorgelesen, weil ich so mit im Spiel war. Seht es mir nach. Ansonsten sehen wir uns im Discord. Und morgen, wie gesagt, neue Folge TWRS, aber das ist jetzt für YouTube nicht relevant. Aber bleibt noch kurz dran. Ich mache kurz den Raid, da muss ich den Output nicht so komisch setzen. Bleibt ihr noch dran? Könnt ihr jetzt währenddessen nicht das machen, könnt ihr ja schon mal hier die Glocke drücken und einen Daumen hoch und ein Abo dalassen. Ja, so ist es. So, Raid? Genau, pixeliert. So,
Ich vergesse immer mit X oder ohne. Nee, mit Ad. Okay. Raid ist gestartet. Mann, ich bin wirklich... Aber auf die gute Art und Weise. Also es ist wirklich... Ist halt mal was anderes für mich gewesen. Es war kein normales Spiel. Es war einfach ein Erlebnis. Bin ich nicht so gewohnt und krass viele Leute da gewesen. Richtig geil. Hab mich sehr gefreut. Super Stream. Toll. Schön. Also ich hau jetzt rüber und ich muss jetzt mal irgendwie kurz was machen, wo es nicht mit Türen, durch Türen laufen zu tun hat. Okay, haut rein, Leute. Gute Nacht. Schlaft gut. Bis morgen oder so oder bald. Wir sehen uns im Discord. Tschüss.